Das klingt alles ganz toll, aber dafür habe ich wirklich keine Zeit. Guten Morgen! Die Sklaverei ist abgeschafft? Nein, sie ist nur viel subtiler und hat sich an den gestiegenen Intellekt der Gesellschaft angepasst. Ketten aus schwerem Eisen sind selbst für den dümmsten Dödel sichtbar. Die Ketten, in denen der Großteil der Gesellschaft liegt, sind aber Ketten der emotionalen Abhängigkeit. Wir bekommen keine Anerkennung, wenn wir kein produktives Mitglied der Gesellschaft sind. Wir werden verachtet, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Und das geht weit über die berufliche Ebene hinaus. Wenn man sich heutzutage kennenlernt über Online-Börsen oder selbst offline, dann ist eine der ersten Fragen, die dem potenziellen Partner gestellt wird: Und was machst du beruflich? Wir sind erzogen und konditioniert, dass wir ja einfach das ganze Leben nach Anerkennung streben und nicht unseren eigenen Weg gehen. Wir sind die Sklaven der Gesellschaft. Das war vor 1000 Jahren so und das ist heute so. Was ist denn ein fetter Banker nackt in der Natur wert? Wie stark und wie anerkannt ist er denn außerhalb seiner Luxusvilla und seines Golfclubs? Er wird wahrscheinlich vom erstbesten Nasenbär schreiend davonlaufen, über einen Ast stolpern und nicht mehr aufstehen können und sterben. Bums aus Nikolaus. Wenn wir die Sklaven nicht wären, die ihn anerkennen, die es als erstrebenswert empfinden, viel buntes Papier zu horten und die ernsthaft voller Überzeugung von gesellschaftlichen Pflichten und Verantwortungen reden, dann könnte dieser dicke Banker seine Illusion von Macht überhaupt nicht leben. Dieses perfide System an unterschwelliger Selbstaufgabe, das ist die moderne Sklaverei. Aber oder alles, was wir nicht freiwillig geben, alles, das ist Sklaverei. Wirkliche, also echte gesellschaftliche Verantwortung und nicht nur das, was die Menschen als gesellschaftliche Verantwortung bezeichnen, auf das ich in dem vorherigen Statement referiert habe. Diese wirkliche Verantwortung, die entsteht aus Liebe, die entsteht aus Mitgefühl und nicht aus Zwang. Nur wenn man freiwillig gibt, dann trägt man Verantwortung. Wenn man gezwungen wird, etwas zu geben, da sorgt das zum einen für ein unfreies Gefühl und zum anderen sorgt dieser Zwang dafür, dass man aus Kompensation, in der Natur gleicht sich nämlich alles aus, anderen Menschen diesen Zwang weitergibt. Ich habe keine Zeit dafür. Ein Eingeständnis an die eigene Hoffnungslosigkeit, was mich erschüttert. Menschen stellen sich allen Ernstes vor mich hin und behaupten, sie hätten keine Zeit. Sie fühlen sich wichtig in dem, was sie stattdessen tun. Sie fühlen sich verpflichtet und sie empfinden es. Oder sie empfinden sich als verantwortungsvoll in ihrem Tun. Wie lächerlich, wie unglaublich lächerlich ist diese Aussage. Jeder Mensch, absolut jeder Mensch auf diesem Planeten hat 24 Stunden zur Verfügung und könnte sich frei entscheiden und hat tatsächlich Verantwortung, aber für sich selber. Wenn derjenige sich entscheidet, sein Leben zugunsten von irgendwelchen Sekten, der Familien oder Ideologien aufzugeben und sich ganz hinten zu positionieren und damit zufrieden ist, wunderbar, dann hat er seine Zeit anhand seiner Prioritäten ebenso bewusst eingeteilt. Komplett bewusst und komplett vollkommen aus meiner Sicht in Ordnung. Aber sich wehmütig, leidend hinzustellen und im Inbrunst der Überzeugung davon zu reden, wie wenig Zeit er hat, das ist dasselbe, als wenn er sich hinstellt und sagt: Ich bin ein dummer, unfähiger Sklave der Gesellschaft. Man kann mit mir tun und lassen, was man will, denn ich suche Anerkennung und bin nicht imstande, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist der Kern der Aussage von "Ich habe keine Zeit". Man nimmt sich Zeit oder man nimmt sich keine Zeit. Selbstbestimmt. Wir haben uns die Freiheit in Jahrhunderten der Sklaverei erkämpft. Wir können nicht mehr dazu gezwungen werden, Dinge zu tun, die wir nicht wollen. Wir können oder könnten komplett frei entscheiden. Natürlich mit etwaigen Konsequenzen. Aber ich sage ja auch nicht, jeder kann alles erreichen. Ich sage, jeder kann frei sein. Komplett. Zumindest in unserem Land. Und uns dann so dermaßen manipulieren zu lassen, dass man den Eindruck hat, dass man nicht mehr selber über seine Zeit frei entscheiden kann, dass man nicht mal das Recht auf eine freie Entscheidung bezüglich seiner Zeit hat. Denn nichts anderes sagt dieser Satz, ich habe keine Zeit. Das ist bemerkenswert. Die Zeit wurde mir weggenommen und ich habe keine 24 Stunden zur Verfügung. Das bedeutet das. Wer diesen Satz sagt, ich habe keine Zeit, da ist Sklave durch und durch. Und das erzeugt in mir eine Wut. Eine Wut auf diese
Bequemlichkeit in Jobs zu bleiben, die einen unzufrieden machen, mit Partnern zusammen zu bleiben, die einen nicht gut tun und eine Wut zwanghaft immer mehr Geld zu verdienen, als man für das Überleben braucht, um eben nicht von der gesellschaftlichen Nichtachtung gestraft zu werden. Um eine von den Medien und fetten Bankern forciertes illusionäres Sicherheitsgefühl zu erstreben, was dann von der nächsten profitablen Angst auch wieder nur ersetzt wird. Ich bin wütend auf Euch, auf jeden Einzelnen, der nicht zu 100% seine Zeit frei einteilt, so wie er es und nur er es für richtig hält und damit auch ein starkes Zufriedenheitsgefühl in sich generiert. Mir ist egal, ob man wie ich 16 Stunden am Tag arbeitet oder gar nicht arbeitet. Mir ist es egal, ob man eine Großfamilie versorgt oder Single ist. Mir ist es egal, ob man Künstler ist oder den ganzen Tag am Fließband steht. Mir ist es egal, ob man enthaltsam oder ausschweifend lebt. Mir ist es egal, ob man reich werden will oder ob man arm bleiben will. Das hat alles keine Bedeutung. Bedeutung hat nur, dass man weiß und spürt, dass man selbst seine Zeit so einteilen kann, wie man will. Dass wenn man etwas tun möchte und es von der Sache her möglich ist, dass man sich immer die Zeit dafür nehmen kann. Mit diesem Mindset befreit man sich von der Sklaverei, unabhängig der eigenen derzeitigen Umstände. Ich wünsche Euch noch einen wunderschönen Tag und denkt daran, jede Minute entscheidet Ihr komplett frei, was Ihr tun wollt.